Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Mass Effect 3 in der Legendary Edition. Wir machen jetzt heute noch erstmal ein paar Nebenquests. 3 haben wir noch offen, die wir noch machen können aktuell. Und dann geht's mit der Main Story wieder weiter. Und zwar können wir noch machen, wenn wir mal ins Logbuch gucken. Apien oder so heißt das genau. Apien Kranz, Banner des 1. Regiments. Ein turianischer Officer benötigt das Banner des 1. Regiments, um seine Truppen zu motivieren. Beschaffen Sie es von Castellus im Apienkranz und bringen Sie es ihm ins Purgatory auf der Citadel. Das Schlimme ist, nachher auch all die Leute auf der Citadel zu finden, bis wir das all abgegeben haben. Aber okay, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Dafür müssen wir jetzt in den Castellus Cluster im Apienkranz. Kesselsystem im Apienkranz. Okay, bevor wir dabei hinfahren, schauen wir uns hier noch den Rest an. Hier ist ja noch ein... Oh, ist das weit weg. Ich versuch's zu erreichen. Wünscht mir Glück. Da können wir jetzt auch noch mal eben noch gucken nach Aktivposten, wenn man schon mal da ist, ne? Dann kann man das ja auch mal machen, oder was? Alter, ist hier ein dickes Ding. Okay, warte, ich mach mal hier einmal. Oh, scheiße, Bruder. Wenn ich ganz nach da hinten hingehe, ja, könnt ihr jetzt Reaper, wir könnten jetzt Reaper ak... Okay, scheiße. Jetzt aber weg. Ah, vielleicht hier, da ist noch so ein winziges Ding, das kann man kaum sehen. Signal bestätigt. Oh, fuck. Warte, schnell untersuchen und dann aber abhauen. Oh, nee, die Aufmerksamkeit ist noch nicht so hoch. Nochmal eben checken. Jetzt aber abhauen. Wow, 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 abhauen! Reaper umgangen. Ja. Alter, die sind echt, die haben keinen Bock auf uns, die Reaper. Die sind, bisschen gestresst, muss man sagen. So, okay. Sind wir hier durch? Dann hauen wir erstmal ab. Lassen wir erstmal die, leiten wir die Verlassung ein. Wir kommen natürlich wieder. Hier, Main Quest wartet ja nur darauf. Eben Treibstoff kaufen. Oh, es geht auch gut ins Geld, dieses Erkunden, ne? Muss man ja sagen. Jo, okay. Dann geht's von hier jetzt. Wo mussten wir jetzt hin? Scheiße. Apienkranz-Cluster. Wo ist denn das Ding? Petranebel, Hades, irgendwas, wo ist der Apien? Halbnebel, Isma, Minos, Serpentnebel, Kroganische, da ist der Apienkranz. Da ist auch die Reaper, Anzahl sehr hoch, wir müssen also aufpassen. Und hier müssen wir in das Castellus-System. Ich würde sagen, bevor wir hier loslegen, an dem Hauptsystem rumzuscannen, machen wir erstmal unsere Mission, weil sonst ist das hier nachher nämlich mit Reapern vollgeseucht und wir müssen abhauen. Juckt. Also gehen wir jetzt erstmal nach Castellus, gucken da, dass wir die Mission, das Missions-Item bekommen. Und danach können wir Trebia dann durchscannen und gucken, ob wir da auch noch irgendwas finden. Ist doch clever, oder? So. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Die Geres müssen wir scannen. Jax, Nios, die Geres. Machen wir erstmal hier den ersten Scan. Okay, wow. Oh, die drehen sofort am Rad, die Leute, Alter. Verrückt. Scanner starten, bitte. So, oh, da. Oh, das war einfach. Sehr gut. Banner des 1. Regiments. Das ist auch immer das gleiche Bild. Das ist irgendwie ein bisschen schade, dass es immer nur als Artefakt zählt. Da hätte man sich dann die Mühe ja machen können und deswegen ist es so ein bisschen... Ah, der ist ja alles rot. Wo soll ich denn hier gleich abhauen? Wir machen mal hier noch einen Scan. Oh, hier schnell. Das ist bestimmt Sprit und dann aber nix wie weg hier. Verlassung einleiten. Oh, nee, geht noch. Oh, doch nicht. Oder? Komm, einmal hier noch. Und weg. Und abhauen. Sprung erfolgreich. Ja, jetzt können wir nochmal nach Germea. Germea. Schauen wir da auch nochmal eben kurz nach. Zack. Oh, hier ist aber... Sehr fett. Aber guck mal, es wird jedes Mal gespeichert, wenn wir so ein Ding betreten. Das ist ja eigentlich ganz nice. Braucht man sich nicht so viel Sorgen machen. Gucken wir mal, ob hier was abgeht. Signal bestätigt. Holy shit, okay. Eine Menge sogar. Einmal Sprit. Einmal irgendein Artefakt. Scan starten. Easy. Typ. 79. Flottille der Turianer. Okay, die haben sich hier versteckt offensichtlich. Und was haben wir hier nochmal, Sprit? Sprit scheint immer so random reingeschmissen zu werden, oder? Okay, und dann jetzt zurück nach Trebia. Da können wir dann auch noch einmal ein bisschen scannen, bevor die Reaper kommen und dann direkt übers Massenportal abhauen. Ich hau mal direkt mittig einen rein.
Hier so. Okay. Das Gefühl, diese Dinger können nicht angegriffen werden. Oder zumindest geht der Sensor nicht weit genug raus, dass die Reaper irgendwie Stress schieben. Oder? Passiert nämlich nichts. Vielleicht sind das Safe Spots oder so. I don't know. Treibstoff kaufen und weiter geht's. Damit hätten wir das. Was haben wir noch? Guck mal eben. Wir haben dann, glaube ich, noch einen und den letzten, der noch geht, den können wir direkt an der Citadel abholen, weil ich da einmal schon verpasst habe was, weil ich nicht aufgepasst habe. Und zwar geht jetzt noch Isma-Grenze. Das sollte jetzt noch gehen, da. Isma-Grenze Prototypenkomponente. Ein Wissenschaftler sucht nach verlorenen gegangenen Prototypen für ein biotisches Verstärkungssystem. Suchen Sie in der Isma-Grenze nach dem Komponenten und bringen Sie sie dem Wissenschaftler auf das Citadel zurück. Okay, also in der Isma-Grenze. Wir müssen jetzt also die Isma-Grenze anfliegen. Okay, los geht's. Isma-Grenze. Isma-Grenze. Mal sehen, wo die ist. Serpentnebel, Arnos Becken, Pferdekopfnebel, Exodus, Petra, Nima-Cluster. Wo ist die Isma-Grenze? Halbkopfnebel, Isma-Grenze, da. Und auch kein Reaper. Keine Reaper-Präsenz. So, schauen wir mal. Scannen wir mal vorsichtig los, in der Hoffnung, dass Reaper uns nicht auf den Sack gehen. Ich habe etwas gefunden. Ist er das? Wir wissen es nicht. Scan starten. Okay. Dum. Tüt. Ja, das scheint es zu sein. Geilo. Okay, das war easy. Können wir trotzdem mal weiter scannen? Ah, ne, sind schon 100%. Dann brauchen wir nichts mehr scannen. Okay, Leute. Dann machen wir uns jetzt auch zurück zur Citadel und geben den ganzen Spaß mal eben ab. Das Schlimme ist, all die Leute erstmal finden. Wo die da überall rumeiern. Keine Ahnung. Das wird anstrengend. Aber es nützt halt alles dem Krieg. So. Nun geht's los. Anflug, Umlaufbahn. Andong. Wir gehen zu den Allianz-Docks. Das ist, wie gesagt, ein DLC. Den heben wir uns erstmal noch auf. Wir machen erstmal ein bisschen Main-Story und dann, wenn sich Sie das zu dem... andocken, Normandy. Dankeschön. Benötigen Sie ein Transportmittel? Nicht wirklich. Ich muss jetzt aber erstmal zu den Botschaften, wenn's geht. Ich muss zu den Botschaften. In Ordnung. So. Okay. Let's go. Jetzt gehen wir einmal noch in den Spectre-Bereich. Und holen uns dort den einen Intel, den wir noch haben, den wir vergessen haben. Den müsste ich mir da jetzt kaufen können. Das ist nicht der Spectre-Bereich, aber ich freue mich trotzdem, ihn wieder zu sehen. So. Und dann geben wir den ganzen Kram ab. Das wird nur noch schwierig, die alle zu finden. Wo sind die? Ich hoffe, die Map zeigt das an. Das wäre sehr hilfreich. Spectre Terminal. Einreisegenehmigung. Ausbilder der Grissom Akademie haben um Räume auf Citadel gebeten, um dort junge Studenten zu trainieren, die dem Angriff auf die Schule entkommen sind, sich aber noch nicht den Älteren im Kampf anschließen können. Die Citadel-Behörde würde dem Ersuchen nachkommen, wenn ein Spectre sich dafür... Natürlich. Wird autorisiert, ganz klar. So, was haben wir hier? Spectre-Ausrüstung. Black Widow. Können wir uns die schon leisten? Ja, wir könnten uns jetzt die Black Widow leisten. Das ist halt das Mega-Ding, ne? Das ist das... Das Ding. Ich glaube, wir gönnen uns die schon mal. Wobei uns dann vielleicht gleich Geld fehlt, aber egal. Ich kaufe mir jetzt schon mal die Black Widow. Ja. Damit haben wir sie. Gut. Wo kann ich mir denn jetzt das Intel holen, das ich verkackt habe, oder war es das... Ich glaube, das war sogar das Intel. Ging nämlich um die Leute da. Man hätte da... Bei der Befreiung der Studenten hätte man ein Item finden können, das ich nicht gefunden habe. So, okay. Dann versuchen wir jetzt mal, die Leute zu finden. Ist aber auch nett gemacht, dass sie einem die Möglichkeit geben,
dass man das dann noch nachkaufen kann, wenn man das halt mal... Ihr seht ja, einige Missionen sind so stressig, dass man das gar nicht immer alles finden kann, weil du halt gestresst und getriezt wirst, dass du damit Volldampf durchrennst, ne? So, dann gehen wir mal durch die Citadel und gucken mal, wo wir die Sachen abgeben können. Ich weiß, dass einer auf jeden Fall im Krankenhaus war. Ich glaube, da waren sogar zwei. Deswegen gehen wir da mal als erstes hin. Und dann schauen wir mal. Einer war im Purgatory. Bitte einmal das Krankenhaus. Dankeschön. Einen Moment, bitte. Ich danke dir. So. Bitte lass die Leute auf der Map sein. Patientenlaunch. Thane, Azari-Wissenschaftler. Kaidan, Dr. Michel in der Patientenlaunch. Ich habe keine Ahnung. Nein, alles in Ordnung. Wir brauchen Ihre Vorräte nun doch. Nein, wir haben eine Variante von Medigel entwickelt, die bei Wasser. So wirklich. Ich lauf mal weiter. Irgendjemand wollte hier Sachen haben. Hi. Mal gucken. Ah, da. Wunderbar. So ist es gut. Es wird direkt angezeigt. Azari-Wissenschaftlerin. Ich habe Ihr Gespräch mitbekommen. Die Grissom-Akademie existiert nicht mehr. Aber als ich dort war, habe ich das hier gefunden. Oh, dann habe ich das doch gefunden. Was ist das? Ja, Sie sind zwar auf die menschliche Physiognomie ausgerichtet, aber mit einigen Änderungen sollten Sie auch für Azari funktionieren. Bitteschön. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. Danke. Sehr gerne. Okay, das scheint doch zu funktionieren. Also die werden auf der Karte angezeigt. Das war jetzt die Azari-Wissenschaftlerin und dann haben wir noch Dr. Michel in der Patientenlounge. Kaidan. Wir können bei Kaidan nochmal vorbeischauen. Der wollte ja eh, dass wir nochmal mit ihm schnacken, wenn wir mal wieder da sind. Da steht er ja wieder. Na? Wie geht es dir? Hey Shepard. Fürs Rausboxen ist es zu spät. Ich werde bald entlassen. Ja. Das ist gut. Sie wissen es vielleicht schon. Ich habe Odinas Angebot angenommen. Spectre Kaidan Alenko. Das hört sich gut an. Er ist der zweite Spectre der Menschen. Ha. Ist eine große Sache. Udina glaubt, es wird trotz des Krieges eine große Zeremonie geben. Er sagt, Zeremonien bringen den Leuten Hoffnung und Abwechslung. Sind Sie dazu denn bereit? Sind Sie bereit für diese Verantwortung? Sie haben die Messlatte ganz schön hochgesetzt. Aber ich tue mein Bestes. Schon komisch. Auf dem Mars, fast gestorben. Die Beförderung durch Anderson. Spectre-Status. Schreckliche Zeiten. Aber ich hatte Glück. Sie sind qualifiziert. Wir wollen jetzt mal nicht zu... Ne? Sie verdienen diese Ende. Sie sind ja qualifiziert. Es gibt keinen geeigneteren Kandidaten. Das bedeutet mir viel. Ich bin froh. Ich will dienen. Vielleicht wollen Sie ja auf die Normandy. Darüber habe ich schon nachgedacht. Aber erst muss ich mal hier raus. Ein paar Sachen erledigen. Ich habe versucht, meine früheren Schüler aus der Biotikabteilung wiederzufinden. Mit Erfolg? Nein, wahrscheinlich im Untergrund. Aber die tauchen schon wieder auf. Wären sie leicht zu finden, würden sie ihren Job schlecht machen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie draußen sind. Alles Gute, Spectre Alenko. Alles Gute, Spectre. Yo, danke schön. So, was haben wir denn noch auf der Map? Thane ist noch am Start. Die Doktorfrau ist jetzt plötzlich auch weg, warum auch immer, aber Thane ist noch am Start. Will hier noch irgendjemand irgendwas? Okay, ich muss also operiert werden. Aber wann kann ich wieder an die Front? Gar nicht. Was? Sie haben schwere Nervenschäden. Nach dem Abnehmen des Beins müssen wir mit der Prothese mindestens 5 Wochen warten. Ich habe meinem Trupp gesagt, dass ich nächste Woche wieder da bin. Ja, das... Tut mir leid, aber das ist nicht möglich. Das hättest du mal lieber nicht gesagt, ne? Ich bin nächste Woche wieder da, aber General, nehmen die Ihnen nicht das Bein ab? Ja, das... Oh. Ich nehme an, Sie suchen diese Prototypen? Okay, die werden doch nicht auf der Karte angezeigt. Scheiße. Sie haben sie gefunden? Danke. Diese Biotik-Upgrades werden viele Allianzleben retten. Wir beginnen sofort mit der Produktion. Hier, für Ihre Mühe. Dankeschön. Okay, das hat auch geklappt. Alter, aber das ist natürlich, jetzt musst du wieder überall rumeiern und die Leute suchen. Steht das denn vielleicht in den Logs wenigstens? Warte mal, ich gehe mal eben kurz gucken. Was haben wir denn noch für ein... Alter, so viel Zeug. Wir haben noch dieses Buch. Ein Volus auf der Citadel benötigt das Buch
von Planix, um sein Volk zu inspirieren. Beschaffen Sie es von Irune und bringen Sie es zu ihm ins Präsidiums Unterhaus. Ah, es steht wenigstens dran, wo wir hin müssen. Dann geht das doch. Und der hier, kehren Sie zu Bar Lafon zurück. Wo Bar Lafon ist, wissen wir auch. Alles klar, wir kriegen das schon hin, wir finden die alle. Das ist ein bisschen rumgelaufen, aber wir schaffen das. Ne? Dann gehen wir mal zu Bar Lafon. Der müsste doch auch im Präsidiums Unterhaus chillen, oder nicht? Willkommen, Commander Shepard. Ich glaube ja. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Wird gemacht. Dann können wir nächstes Mal wieder voll mit einer richtigen Quest durchstarten. So, das war doch er da hinten, oder nicht? Können wir ihm sagen, hat geklappt. Bar Lafon. Ich habe diese Soldaten aus dem Gebiet der Reaper gerettet. Ausgezeichnete Arbeit. Der Shadow Broker hat mich autorisiert, Ihnen einen Finderlohn für die Sicherheit seiner Wachen anzubieten. Und jetzt, da unser Geschäft abgeschlossen ist, muss ich mich um andere Dinge kümmern. Auf Wiedersehen, Commander. Und wenn Sie gestatten, viel Glück. Danke dir, immer gerne, immer gerne. So, das war der. Wo war der andere? Vielleicht ist er auf der Karte? Nee. Okay, dann laufen wir mal wieder rum. Wir werden ihn schon wiederfinden. Irgendwo wird er sein. Im Präsidiums Unterhaus. Eigentlich ist es unwichtig, wie ich es mache, aber ich muss ihm von uns erzählen. Die sind immer noch da am Diskutieren, wie sie es am besten angehen. Du. Hier oben noch irgendjemand? Nope. Ja, wo ist der Typ jetzt? Scheiße, Mann. Irgendjemand wollte irgendwen inspirieren. Aber hier hinten auf jeden Fall im Nichts nicht. Okay. Gehen wir mal um die Ecke rum und gucken wir mal. Wart ihr das hier? Nee. Da ist er. Da. Nee, General Oraka, mit ihm geht auch offensichtlich jetzt schon was. Wahrscheinlich, weil wir das gerade abgeschlossen haben. General! Wenn Sie keine neue Quelle für Waffen für C-Sicherheit finden, stelle ich selbst eine Einsatztruppe gegen die Blue Suns zusammen. Ich arbeite dran. Ich besorge die Waffen, General. Achso, ja. Ich begrüße Ihre Bemühungen, Commander. Aber ich war schon zu lange untätig. Ich kann nicht mehr einfach nur zusehen. Ja, entspannt bleiben, wir kriegen das hin. Ich bin ja noch am Machen, ne? So. Super heftig General, Alter, ich sag's euch. Wo ist denn der andere jetzt? Komm schon, wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist du? Da kam gerade kurz ein bisschen die Phasmophobia-Vibes raus. Die Leute werden ja immerhin so gehighlightet, wenn man dann in ihrer Nähe ist. Wo ist er denn? War der da unten beim Markt? Chillte der hier irgendwo rum? Das könnte er sein. Bist du das? Nee. Nee, Kanik, der wartet noch auf irgendein Artefakt, aber vielleicht haben wir inzwischen eins. Hatten Sie Glück? Hier, ich habe da einiges für Sie. Oh ja, gut. Das ist das. Sehr gut, Commander. Gehen Sie zu General Oraka. Ich werde C-Sicherheit sehr glücklich machen. Wunderbar. Damit hätten wir das. Dann gehen wir zum General. Super heftig General. Und sagen ihm, dass das jetzt läuft. Es geht voran, Leute. Die Streitkräfte werden immer stärker. Immer stärker. So, super heftig General. Wo bist du? Da ist er. Commander, mir hat gerade ein Schwarzmarkthändler gesagt, dass er erstklassige Waffen an C-Sicherheit spendet. Er wollte, dass Sie das wissen. Sie haben's geschafft. Und die Blue Suns können weitermachen. Wir konzentrieren uns auf die Citadel-Verteidigung. Das bringt Pelevin nicht zurück, aber immerhin. Danke, Commander. Immer gerne. Immer gerne. Damit wäre der Quest auch abgeschlossen. So. Oder kommt da jetzt noch was? Warum ist er immer noch angehakt? Wir wissen es nicht. Okay. Hahn ist gut. Wir machen ja schon einen Break. Ist ja schon gut. Wenn der Hahn schreit, Leute, wisst ihr Bescheid, ne? Der Hahn kräht. Wir machen dann an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Geben dann nächstes Mal eben noch, ich glaube, eine Nebenquest haben wir noch oder zwei. Geben die eben noch ab. Und dann legen wir wieder mit der nächsten Mainquest los. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Und wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder.
Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.